So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Phase 2 hier im Text bei Expedition 16 Verfluchte. Und ja, diesmal haben wir das mit dem Sound auch besser drin hier. Phase 2 hatten wir abgeschlossen. Wir starten mit Phase 2. Phase 1 hatten wir abgeschlossen. So. Meine Güte. So, und hier hatten wir die erste Belohnung. Die hatten wir schon in Phase 1 gemacht. Die holen wir uns erstmal ab. So, und dann gucken wir uns mal den zweiten Part an. Fossilien ausgraben. So, ich hoffe, das kriegen wir hier gleich auf dem Planeten. Oder irgendwo anders. Mal gucken, ich werde mal gerade gucken, ob ich hier welche finde und dann geht es gleich weiter. So, und ja, tatsächlich sind hier welche. Da haben wir sie schon entdeckt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Knochen, die wir uns hier schon mal ausbuddeln können. Vorausgesetzt, wir kommen hier jetzt auch vernünftig hin und haben nicht ständig diese ollen Viecher hier am Hacken. Denn das ist etwas, was gerade wirklich anfängt. Also wirklich, so cool ich die Viecher auch fand, ne? Aber das ist wirklich so ein Ding, was langsam echt anfängt zu nerven. So, wo ist mein Ziel? Nicht mehr. Glückwunsch, komplett in der falschen Richtung gelaufen. Da vorne haben wir es doch so. Dann laufen wir da mal rüber. Ist es echt um Längen noch mal einfacher und schneller. So, da sind wir angekommen und dann fangen wir mal gleich an zu graben. Ja, ich bin schon echt gespannt auf Phase 3. Ich habe jetzt schon gehört, dass es da Probleme geben kann. Und da bin ich echt gespannt, was uns da erwartet. So, 10 brauchen wir, 3 haben wir. Irgendeiner versteckt, den ich nicht sehe. Natürlich dann nicht gerade das Allerbeste. So, ich würde sagen, ich mache mich mal gerade weiter auf den Weg. Ich finde die ganzen Dinger hier schon irgendwie und ich hole euch auf jeden Fall beim letzten wieder mit dabei. So.
So, wir sind scheinbar jetzt in den letzten Zügen. Ich hoffe es. Denn die Viecher, die mir sowas von auf den Sack, es nervt, Leute. Es nervt einfach. Ich glaube, einer fehlt dann noch. Machen wir mal wieder ein bisschen weiter weg von hier. Leider hat die ganzen letzten Positionen alles nur noch einzelne Positionen gewesen. Zieht sich daher natürlich nochmal um einiges mehr. Aber wir haben es geschlossen. So, ich gehe mal schnell ein bisschen hier ins Schiff. So, da haben wir den ganzen Kram erstmal vollständig. Und damit schließen wir das zweite Stück hier ab. Vorgepackte Gefahrgut-Handschuhe, Datensystem-Upgrade, Scansystem-Upgrade. Okay, das nehmen wir mal mit. Und dann gehen wir in den nächsten Part. Und hier müssen wir jetzt was machen? Sturmkristalle sammeln. Das ist die Sturm hatten wir hier vorhin schon mehrfach. Ich denke mal, das sollten wir auch relativ zeitnah hinkriegen. Hier sind natürlich auch eine Menge Inseln. Habe ich vorhin schon gesehen. Wir sind auch gerade im Sturm, ne? Euch auf jeden Fall gleich wieder mit dabei. So, Basis soweit fertig gemacht. Wir haben gerade noch mal einen Erfolg gekriegt. Ja, was heißt fertig gemacht? Auf jeden Fall in den ersten Ansätzen. Erkunde zu Fuß 8000 Units. Ah, okay. Den haben wir. Den wollte ich euch gerade nicht verbergen. Von daher machen wir jetzt gleich weiter mit den Sturmkristallen. So, und hier bekommen wir gerade den Sturm. Jetzt müssen wir nochmal gerade gucken, dass wir hier auch irgendwo Sturmkristalle in der Nähe haben. Sollte ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Ist aber auch gerade gar nicht ganz so einfach. Okay, Leute, das habe ich so auch noch nicht gehabt. Keine Sturmkristalle zu finden sind. Kann vielleicht sein, dass ich
hier auf der Schwemmen. Genau, das ist darum kann ich anzeigen. Halt also gehen wir mal gerade runter. Andere Sequenz wird eingeleitet und dann gucken wir ab hier nochmal. Hey, hier haben wir tatsächlich keinen Sturmkristall. Ja, dann werde ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter suchen müssen. So Leute, und da haben wir es. Sturmkristalle. Da machen wir uns natürlich sofort immer zu sehen. Eieieiei. So, was hat natürlich gefehlt in solchen Momenten? Das reißt natürlich völlig hier weg. Wow. Das habe ich auch ewig nicht mehr gehabt. Schon kommen, wir sind auf den letzten paar Metern, auf den letzten Units und zack, der Sturm ist vorbei. Vielleicht haben wir ja gleich da jetzt zumindest auch schnell genug dran kommen, bevor der Sturm aufhört. Dass uns der Wirbelsturm am Anfang in die Höhe gerissen hat, das ist natürlich extrem ungünstig gelaufen und hat das Ganze hier nochmal ein bisschen behindert. Aber, so Freunde, das haben wir. Und jetzt erstmal hier einbuddeln. Da will ich mal auf die Sicher gehen, weil ich einen Sturm habe. Und da scheint mich auch gerade hier einen Wirbelsturm hochziehen zu wollen.
hier unter der Erde. So. Die Drohnen sind weg. Wir gucken uns das ganze Geschehen mal an. Belohnung einsammeln, Inventarplätze. Pläne kriegen wir mit bei, Solarmodulpläne kriegen wir auch mit bei. Das sieht soweit gut aus. Mordit haben wir im Moment auch nicht wieder. Ja, die packen wir gleich hier unten mit bei. Und unsere nächste Aufgabe: Grabe unterirdische Tunnel. Leute, guck mal, das haben wir doch eigentlich schon so gut wie fertig. Welches Ding war das gerade? Was haben wir denn da gerade abgeschlossen? Das hatten wir gerade eben schon. Keine Ahnung, was das gerade war. Aber unterirdische Tunnel können wir. Doch, fürchte die Sonne und 1600 Units Tunnelgraberei haben sich ausgezahlt. So, und was haben wir dann hier? Ein Portal benutzen, um zum Treffen zu reisen. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann doch gleich. Natürlich dann hier mit den Tränken. Und zwar der hier, genau. Dafür brauchen wir Mordit und noch ein wenig Gold und dann wird uns ein Portal gezeigt. So, das heißt, ich hole euch gleich dabei. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Silber gefarmt in einem Asteroidenfeld. Und jetzt müssen wir einmal gerade gucken. Da können wir uns einmal gerade die Rohstoffe rausziehen. So, Glaserzier, Elixier war es nicht. Portal. So, da haben wir's. Den nehmen wir mal gleich hier mit rüber. Müssen wir denn jetzt verzehren? Und wir können hier gerade nicht mit den Karten. Ein Blutelixier brauchen wir noch. So, daher weht der Wind. Das heißt, wir brauchen einmal Sturmkristall und noch ein bisschen Mordit.
Forum kann ich damit jetzt nicht interagieren. Ich habe hier gerade gar nichts, was noch angezeigt wird. Hier scheint gerade irgendwas etwas wach zu sein. Das versuchen wir gleich nochmal. So, ich bin jetzt erstmal dabei, gerade Mordit klar zu machen. Da habe ich nur Phaetium. Das bekommen wir natürlich als Abfallprodukt, wenn wir Tiere füttern, ab in die Raffinerie und dann haben wir das Mordit. Und wir brauchen auf jeden Fall gleich nochmal Sturmkristalle. War natürlich hier vollkommen unüberlegt, dass ich die vorher verkauft habe. Wobei ich auch gerade gesehen habe, das war es gar nicht brauchen. Wir haben hier nämlich zweimal Blutelixier. Einmal mit Mordit und Sturmkristall Gold und einmal mit Mordit, Pugnium und Gold. Das heißt, wir können es auf jeden Fall herstellen, das Blutelixier. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt wieder. So, also der Quecksilbertrank, der musste auf jeden Fall gefunden werden. Und jetzt können wir das Blutelixier nutzen. Es reicht also nicht, an einem bestehenden Portal schon zu stehen. Portal aktivieren. Denn irgendwelche Koordinaten? Haben wir irgendwo welche bekommen, wo wir hin sollen? Sieht es dann aber scheinbar wirklich so aus, dass wir hier das andere Blutelixier benötigen, um da durchzukommen. Das heißt, ich besorge mal gerade einen Sturmkristall und bin dann gleich wieder zurück. So, Sturmkristalle haben wir besorgt. Jetzt geht es zurück zum Portal und ich hoffe, damit kriegen wir das Ganze dann auch in den Griff. Also, wir gucken mal. Sturmkristalle, das ist das richtige Blutelixier, was wir wahrscheinlich jetzt brauchen. Ja, genau, das ist es. Also, wir brauchen jedes Mal wahrscheinlich bei jedem Ende. Beziehungsweise zu jedem Sprung zum neuen Treffpunkt, für jeden Sprung zum neuen Treffpunkt. Ein anderes Elixier. Das habe ich auch nicht mitgelesen. Ahaha. Okay, wir haben es gesehen. Da sind wir angekommen. Lebenserhaltung aktiviert.
Ha, okay. Scanner beschädigt, dann würde es mich wundern, wenn das wirklich das Einzige ist. So, wie ihr seht, irgendwo hatte ich zwischendurch mal Zeit, meinen Charakter ein wenig anzupassen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir hier natürlich wieder in den Ego. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind bei Expedition, also Phase 2. Da sammeln wir mal die Belohnung schon mal ein. Und jetzt können wir damit dann auch die Phase 2 abschließen. Da sehe ich nichts beschädigt. So, Freunde, Phase 2 Belohnung. Wir schließen das Ganze ab. Und damit starten wir das gleich in Phase 3. So, da haben wir es einmal offiziell abgehakt. Da kam gerade die Belohnung. So, das haben wir. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, Phase 3 wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr mich bis hierhin schon mal wieder mitgeleitet habt. Lasst gerne noch mal unten einen Kommentar, ein Abo. Ich würde mich drüber freuen und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Leute, macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin und ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.